Willkommen zum zweiten Teil meines GIMP-Lehrgangs für CUSI3-Modellbau. Nachdem es im letzten Teil erstmal um das Wo und Was der Bedienoberfläche des Programms ging, gehen wir jetzt in die Vollen und fangen an, ein Foto so zu bearbeiten, dass wir Teile davon als Gebäudetextur verwenden können. Um es mir selber nicht allzu schwer zu machen, habe ich mir einen ziemlich einfachen Flachbau aus meinem Fotovorrat herausgesucht als Demonstrationsobjekt, weil es geht ja darum, hier Grundlagen zu zeigen. Vorab aber erstmal ein paar Worte zum Speichern. Datei speichern und speichern unter findet man an der üblichen Stelle. GIMPs eigenes Dateiformat ist das XCF-Format. XCF kann sämtliche Ebenen, Transparenzen, Textebenen und so weiter abspeichern, von die GIMP anlegt. Nichts geht also verloren. Wenn man jetzt aus GIMP heraus aber das Bild dann in üblichen Dateiformaten haben möchte, die man weiterverarbeiten kann, zum Beispiel JPG oder PNG, dann muss man stattdessen über Exportieren als gehen und kann dann hier eingeben, was man haben möchte. Weder JPG noch PNG kennen allerdings zum Beispiel Ebenen. Alle Ebenen werden dann zu einer vereinigt. JPG kann noch nicht mal Transparenz. Das bedeutet also, man sollte die Arbeitsdatei immer als XCF speichern und für den Transfer in andere Programme dann davon eine Exportkopie ziehen. Ich selber handhabe das übrigens so, dass ich die fertige Textur zur Weiterverarbeitung in Blender und SUSE erstmal in PNG exportiere. Bei PNG bleiben zumindest eventuelle Halbtransparenzeffekte erhalten und das Ding komprimiert verlustfrei. SUSEs eigenes Dateiformat für Texturen ist zwar Microsoft DDS. Um DDS in GIMP schreiben und lesen zu können, braucht man allerdings ein zusätzliches Plugin. Das sollte man als SUSE-GIMP-Nutzer übrigens durchaus installiert haben, dieses Plugin. Aber zumindest die älteren Versionen dieses Plugins mogelten beim Schreiben gerne mal üble Kompressionsartefakte in die DDS-Datei. Es kann sein, dass die aktuelle Version 3 des Plugins dieses Problem nicht mehr hat. Ich habe es mir noch nicht angesehen, jedenfalls gehe ich bis heute den Umweg über PNG und lasse die DDS-Datei dann vom SUSE-Objektbetrachter aus der PNG-Datei erstellen. Das funktioniert immer sehr gut und es gibt vor allen Dingen keine Artefakte. So, jetzt geht es aber los. Das erste, was ich bei einem Foto mache, ist einen Moment drüber nachdenken, brauche ich irgendwelche Farbkorrekturen? Oder genauer gesagt, muss ich irgendwas an den Farben machen, wofür ich das Bild noch als Ganzes brauche, mit Himmel und Teerstraße und allem, was dort zu sehen ist. Für bestimmte Korrekturen muss nämlich dieses ganze Drumherum wirklich am besten noch vorhanden sein. Anderes kann man auch auf später verschieben oder man muss es sogar. Wenn man ein Haus von 2 oder 3 Seiten fotografiert hat, stellt man beim Versammeln der Teile auf der Gesamttextur zum Beispiel fest, dass die Wände je nach Richtung, aus der die Sonne kam, beim Fotografieren unterschiedlich hell sind oder sogar Farbstiche haben. Da kann man sich aber erst drum kümmern, nachdem man den Gesamtüberblick hat und alle Teile, die man verwenden möchte, auf der Schlusstextur versammelt hat. Eine der Farbkorrekturen, die man dagegen am besten direkt am Anfang macht, ist, den Weißabgleich zu überprüfen. Was ist eigentlich ein Weißabgleich? Da stellen wir uns ganz dumm. Also eine Digitalkamera trifft, hoffentlich erkläre ich das jetzt richtig, beim Fotografieren eine Annahme über die sogenannten Farbtemperaturen am Aufnahmeort und baut dann ausgehend vom hellsten Punkt des Bildes, den sie dafür dann als rein weiß annimmt, die Farben des Bildes auf. Manchmal funktioniert das sehr gut, manchmal hat die Kamera den Weißpunkt allerdings schlecht gewählt, sodass die Farben auf dem Bild dann sehr anders aus in Wirklichkeit aussehen. Wenn man zu dem Schluss kommt, dass man am Weißabgleich nochmal was drehen muss, dann geht das über das Menü Farben und Werte. Jetzt kann man erstmal ganz faul auf den Knopf automatisch klicken, um zu sehen, was denn GIMP selbst mit seiner algorithmischen Weisheit hier machen würde, bezüglich des Weißpunkts. Was jetzt hier rauskommt, gefällt mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Der wird den Weißpunkt schätzungsweise irgendwo hier oben am Himmel gesetzt haben. Diese Annahme kann man ja treffen. Dadurch wird der Rest des Bildes allerdings sehr, sehr dunkel. Also zurücksetzen das Ganze. Wenn ich jetzt sage, ich weiß es besser als mein Computer, nehme ich diese Pipette hier, Weißpunkt wählen und wähle den Weißpunkt dann im Bild von Hand. Machen wir es doch einfach mal hier vorne am Werbeschild. Ja, was ich jetzt sehe, das gefällt mir schon ganz gut, weil es trifft auf jeden Fall die echte Farbe dieser Ziegelsteine. Dieser ganze Dialog hier kann, wie man vielleicht ahnt, noch eine ganze Menge mehr, als was ich jetzt gezeigt habe. Man kann zum Beispiel neben dem Weißpunkt auch einen Schwarzpunkt wählen, ja, oder auch einen Graupunkt.
Für unseren Hausgebrauch als Nicht-Experten brauchen wir da aber typischerweise gar nicht so tief einsteigen. Um sich das ganze Weißpunkt-Drama zu ersparen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man Vollprofi ist, kann man am Aufnahmeort seine Kamera mit einer sogenannten Graukarte kalibrieren. Dann macht die Kamera den Weißabgleich sofort selber richtig und man kann sich jede weitere Korrektur davon in GIMP sparen. Die zweite Möglichkeit ist, man deponiert bei der Aufnahme sozusagen einen physischen Weißpunkt, so möchte ich es mal nennen, mit im Bild. Dazu habe ich in meiner Fototasche immer eine weiße Pappe drinne. Die würde man dann vor das Haus legen und mitfotografieren. Ja, irgendwo hier in den Schotter oder wie auch immer. Zu Hause schmeißt man dann den GIMP an, macht den Wertedialog auf und mit der Weißpunktpipette dann nimmt man eine Probe hier an der fotografierten Pappe. Die schmutzige Wahrheit ist allerdings ehrlicherweise, wenn ich rausgehe und Gebäude fotografiere, verzichte ich meistens auf diesen ganzen Ambach mit Kalibrieren und Weißpunkt auslegen. Wenn ich viel Ruhe habe und beispielsweise eine Lok von allen Seiten fotografiere, dann kommt vielleicht tatsächlich mal die weiße Pappe zum Einsatz. Aber wenn man fremder Leute Häuser von der Straße aus fotografiert, was ja erlaubt ist, dann ist das, glaube ich, nicht empfehlenswert, den Bewohnern erstmal einen physischen Weißpunkt vor die Hütte zu legen. Wenn die das mitkriegen, dann lassen die einen womöglich erstmal von der Staatsmacht verhaften. Also man muss die Panoramafreiheit, glaube ich, nicht überstrapazieren und bei Häusern ist es typischerweise egal, ob man den Farbton der Hausfassade nachher in Susi exakt getroffen hat oder nicht. Wie man sieht, wir kommen schon irgendwie klar. Wenn man aber eine Textur für ein Fahrzeugmodell erstellen möchte, dann steht man vor der Herausforderung, die Farben des Vorbilds möglichst genau zu treffen. Eine verkehrsrote Lok sollte wirklich auch verkehrsrot sein und nicht ins Blaue oder Gelbe abdriften. Das macht sich nämlich besonders dann störend bemerkbar, wenn man das Fahrzeug später im Simulator mit anderen Fahrzeugen zu einem Zug kombiniert. Und dann passen die Farben nicht zueinander und Holland ist in Not. Wenn es also auf Genauigkeit ankommt, sollte man mit Referenzfarben abgleichen. Wie man das macht, möchte ich an einem anderen Bild zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet. Dieses Ding war übrigens seinerzeit eine der Grundlagen für die ersten Traxe, die ich für Susi gebaut habe. Und hier auf diesem Foto soll jetzt das Verkehrsrot abgeglichen werden. Für den Abgleich wird jetzt eine neue Ebene ins Bild eingebracht. Da, neue Ebene. Machen wir sie mal 80 mal 80 Pixel groß und nennen sie Verkehrsrot. Ja. Oben links in der Ecke ist jetzt die neue Ebene. Und aktiv ausgewählt ist sie auch schon. Jetzt muss von irgendwoher sozusagen ein prototypisches Verkehrsrotfarbmuster herkommen. Da wir ja am Computer im sogenannten RGB-Farbsystem arbeiten, Rot, Grün, Blau, brauchen wir genauer gesagt eine Angabe, wie denn der Farbton RAL 3020, das ist Verkehrsrot, in RGB darzustellen ist. Man könnte jetzt zum Beispiel Google anschmeißen. Und dort eintasten, RAL 3020 RGB. Da kommen dann auch eine Menge hilfreiche Webseiten, die einem da weiterhelfen wollen. Das Problem ist nur, irgendwie hat jede Webseite eine andere Vorstellung davon, wie die RAL-Farben als RGB-Werte auszusehen haben. Und einige von diesen hier haben wir im Rahmen der SUSI 3 Vorentwicklung erfolgreich überführt, dass sie Angaben machen, die definitiv einfach nur falsch sind. Man kann es nicht anders sagen. Meine Empfehlung ist deshalb, den Artikel RAL-Farbe in Wikipedia zu nutzen. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Es besteht allerdings die Gefahr, dass irgendein Vandale 5 Sekunden bevor ich hier den Artikel aufgerufen habe, die Farbwerte verfälscht hat. Es ist einfach ein Wiki. Das muss man fairerweise noch dazu sagen. Also die Möglichkeit besteht. So, jetzt sind wir hier in der Abteilung Rot. Da ist der Farbton Verkehrsrot. Farbcode C1121C. Ja, hier war kein Vandale am Werk. Den kenne ich inzwischen auswendig. Das geben wir jetzt in GIMP ein. Und zwar hier bei der Vordergrundfarbe. C1121C. Okay. Da haben wir jetzt unser Verkehrsrot. Jetzt kommt das Füllwerkzeug an den Start. Die Voreinstellungen hier sind die Standardeinstellungen, die können wir jetzt auch so belassen. Also Attacke. Jetzt haben wir unsere Ebene ausgefüllt.
Und jetzt bewegen wir die in Richtung der Lok. Also das Verschiebewerkzeug. An dieser Stelle jetzt ein Hinweis, der einem Nerven sparen kann. Standardmäßig ist das Verschiebewerkzeug so eingestellt, dass es die Ebene verschiebt, die dort, wo man hinklickt, sich befindet. Dadurch kann es passieren, dass man plötzlich eine Ebene verschiebt, die man gar nicht wollte. Um das zu verhindern, kann man hier aktive Ebene verschieben wählen. Und dann wirkt das Werkzeug nur noch auf die gerade aktiv geschaltete Ebene. So, jetzt sind wir am Einsatzort. Machen wir das mal ein bisschen größer und aktivieren die Ebene, die wir jetzt bearbeiten wollen. Wenn man Glück hat und es keine Farbstiche gibt, kommt man allein mit einer Änderung von Helligkeit und Kontrast aus. Probieren wir das mal aus. Ich meine, so in etwa verschwindet das Farbmuster hier ganz gut in der Lokomotive. Gut. Okay. Wenn man allein mit Helligkeit und Kontrast nicht klarkommt, dann empfehle ich den Dialog Farbabgleich. Ich denke, das Farbmuster ist ganz gut weggetarnt. Damit dürfen wir diese Operation als erfolgreich betrachten. Wenn wir mal vergleichen, wie es vorher aussah, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Übertrieben genau müssen wir das ohnehin nicht handhaben. Man sieht, die Lok ist ohnehin ein bisschen schmutzig. Ja, wobei das ist noch eine der saubereren Lokomotiven von DB Regio. Nein, man muss die DB Regio ja auch mal loben. Die tun also schon, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, eine Menge dafür, dass ihre Züge auch sehr sauber sind. Das ist okay. So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Break. Ich hatte zwar im ersten Video versprochen, dass wir in Teil 2 auch das Perspektive-Werkzeug besprechen, aber ich denke, kurze Videos sind besser verdaulich als unglaublich lange Filme. Und ich habe jetzt alles gesagt, was ich zum Thema Farbkorrekturen sagen wollte. Das Perspektive-Werkzeug gibt es dann im dritten Teil. Wenn ich irgendwo Unsinn erzählt haben sollte oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, das YouTube-Kommentarsystem ist doof, ich möchte bei YouTube nicht kommentieren, schreibt es in den Thread zu dieser Videoserie im Zusi-Forum. Den Link dorthin werde ich auch unter dem Video bei den Infos platzieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis demnächst auf dieser Welle.